Nur wir alle vom Lorenz Pauli und der Katrin Scherer. Kurz bevor die Geschichte angefangen hat, hat sich der Hirsch noch gelangweilt. Er ist aus dem Wald rausgekommen, der kleine Bach hat friedlich wie immer plätschert. Dann hat der Hirsch zwei Schritte auf den Bach zugemacht. Und die Geschichte fängt an. Der Hirsch hat die Maus gesehen. Er hört sie, sie pfeift eine Melodie. Dazu balanciert sie über einen Ast, wo quer über dem Bach liegt. Hin und her, hin und her. Der Hirsch schüttelt den Kopf. Er schüttelt den ganz langsam, weil sein Geweih ist gross und schwer. Schließlich fragt er die Maus, was spielst du da? Die Maus ist gerade zmitzt über dem Bach und zmitzt in der Melodie. Ich spiele nicht, ich mache meine Geschicklichkeitsübungen. Oh. Damit dir nicht mehr so langweilig ist, übe ich mit. Einfach ich mit dir. Das ist besser als du mit dir. Die Maus geht vor Lachen fast vom Ast. Sag mal, steckt dein Geweih so tief in deinem Hirn, dass deine Gedanken nicht dran vorbeikommen? Du bist doch viel zu gross für den Ast, das schaffst du nie! Puh, ist dir die Fantasie im Bach gehalten und davon geschwommen? Wir ändern die Übung einfach ein bisschen ab. Jetzt heisst sie, trockene Füße behalten. Du balancierst und ich springe über den Bach. Bis jetzt ist noch kein im Bach gelandet. Und das ist für die Geschichte auch besser so. Da hat der Fisch seinen Kopf aus dem Wasser gestreckt und dem Treiben zugeschaut. Er ist hin und her geschwänzelt und schließlich hat er gesagt, blub, 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 blub. Eigentlich bin ich ja stumm wie ein Fisch, blub, blub. Aber jetzt muss ich doch fragen, blub, was spielt ihr? Die Maus und der Hirsch haben gleichzeitig gerufen. Das ist kein Spiel, das ist unser Training. Das trockene Füsspalten-Training. Blub. Der Fisch nickt. Oh, darf ich bitte mitmachen? Hihihihihihi. Die Maus und der Hirsch haben sich schief gelacht. Du hast nur drum keine nasse Füße, weil du gar keine Füße hast. Du kannst nicht mittrainieren. Unbemerkt ist eine Fischträne ins Wasser geflossen. Blub, blub. Und wenn wir zusammen etwas anderes machen? Eine Expedition zum Beispiel. Blub, blub. Wir könnten zusammen herausfinden, wo an der Bach fließt. Nur wir drei. Blub. Die Maus schüttelt den Kopf. Wir haben keine Zeit. Wir trainieren. So ist das. Der Hirsch hat den Bach entlang geschaut und nachdenklich gesagt. Da habe ich mich schon oft gefragt, wo ane geht wohl der Bach? Fisch, ich komme mit auf die Expedition. Was? Du hast wollen mit mir trainieren und ich hast dir erlaubt und jetzt lass mich einfach sitzen. Hast gemerkt, dass ich besser über den Bach komme als du, du lahme Hüpfer? Der Hirsch seufzt. Ich möchte mit dem Fisch auf die Expedition gehen, aber ich will auch mit dir zusammen sein.
Komm doch mit uns, Maus. Du darfst in meinem Geweih weiter trainieren. Nur wir drei. Die Maus nickt und klettert ins Hirschgeweih. Sie turnet, schwimmet und gehen los. Was jetzt passiert, passiert eigentlich nur am Rand der Geschichte. Die Älteste kommt. Sie landet vor dem Hof vom Hirsch. Rechts umkehrt, wir drehen um, wir suchen jetzt nicht mehr das Ende, wir suchen den glitzerigen Anfang vom Bach. Ich gehe voraus. Der Hirsch staunet. Die Älteste hat nicht einmal Hallo gesagt und jetzt tut sie, als ob sie unser Chef wäre. Wir brauchen gar keinen Chef, wir sind ein Team. Brauchen ihr doch, los geht's, hat die Älteste gesagt und marschiert den Bach entlang aufwärts. Ob sie überhaupt merkt, dass die anderen stehen bleiben und ihre nur zuschauen? Tschüss, Chef, piepst die Maus fröhlich. Der Hirsch grinst. Die ist ihren eigenen Chef. Und die Älteste ist allein geblieben. Sie machen sich wieder auf ihren Weg. Plötzlich bleibt der Hirsch stehen. Dort sitzt ein fremdes Viech am Wasser. Mit zottigem Fell, eine dunkle Gestalt, lang und dünn. Ich glaube, das ist gefährlich, sehr gefährlich. Wie man sieht sofort, es ist bös, hinterhältig, heimtückisch, fies und auch noch gemein dazu. Aber das Tier scheint sehr gute Ohren zu haben. Wer bin ich? Ich warn dich, wenn du so Sachen über mich erzählst, dann biss ich dich ins Bein. Gesehen da, hat der Hirsch gesagt. Ich hab's ja gesagt. Das unbekannte Tier kommt näher. Der Fisch taucht unter das Wasser. Die Maus probiert, wie ein Stück Geweih auszusehen. Und der Hirsch, der hat geschaut, ob er echt einen Fluchtweg sieht. Aus der Nähe betrachtet, sieht das Tier schon viel weniger gefährlich aus. Es knurrt, ich bin ein Erdmännli, mach dich jetzt bloß nicht lustig über meinen Namen, da rate ich dir. Ihr habt Glück, dass ich euch warnen kann. Da hinten, da wohnt nämlich ein Bär. Der ist gross, dick, faul und unberechenbar. Ich zeige euch den Weg, wie ihr am Bär vorbeikommt. Weiter hinten beim Hügel, dort können wir dann weiterspielen. Nur wir vier. Wir spielen nicht. Wir sind auf einer wichtigen Expedition zum Ende vom Bach. Wir wollen gar nicht zum Hügel. Ha, begreifen ihr denn nicht? Ein Bär! Ihr macht eine Expedition im Bauch vom Bär. Wir müssen die gefährliche Stelle umgehen. Der Hirsch probiert es nochmal. Wir können nicht weg vom Bach. Der Fisch ist schlecht zu Fuß und wir bleiben beim Fisch. Tu doch du den Bach so umleiten, dass er zum Hügel fließt. Oder vergiss es. Das Erdmännli nimmt den Kübel, schöpft Wasser drin und fischt den Fisch aus dem Bach. Hopp, so viel Bach muss lange. Naja, hat der Fisch gedacht. Gut, haben wir den Hirsch im Team, denkt Maus. Muss das sein? Hat sich der Hirsch gefragt. Der Fisch ist ja eigentlich stumm. Aber auf halber Strecke hat er sich zum zweiten Mal in dieser Geschichte zu Wort gemeldet. Blub, blub, wenn ihr etwas sagen dürft. Psst, hat das Erdmännli befohlen. Blub, blub, wenn ich gleich etwas sagen dürft, hat der Fisch nochmal gesagt. Psst, haben der Hirsch, die Maus und das Erdmännli gemacht. Ich habe nasse Haufen, sagt der Hirsch. Psst, machen die Maus und das Erdmännli.
Dann sieht die Maus, was los ist. Der Kübel vom Fisch hat einen Spalt. Der Fisch hat fast kein Wasser mehr und sie sind schon viel zu weit weg vom Bach, um den Fisch wieder zurückzutragen. Und auch zusammen können sie den Spalt im Kübel schlecht abdichten. Es tropft immer weiter und immer weiter. Der Fisch zuckt vor Angst. Oh je, sagt die Maus. Wir können nichts mehr tun. Es tut mir leid, sagt das Erdmännli. Ausgerechnet jetzt kommt der Bär. Er hat die vier schon lang beobachtet. Und jetzt hat er sich in Bewegung gesetzt. Schnell kommt er näher. Die anderen merken nichts. Sie schauen in den Kübel und sind ratlos. Vielleicht hat die Zeit noch gelangt, um den Kübel zu heilen und davon zu rennen. Dann wäre die Geschichte aber ganz anders rausgekommen. Sie sind da gestanden, haben mit grossen Augen dem zuckenden Fisch zugeschaut, wie er in seiner kleinen Pfütze gelegen ist. Der Bär bremst ab und kommt bei der Gruppe zum Stehen. Er nimmt den Kübel zu sich und er leert ihn in sein grosses Maul. Nein, ruft der Fisch. Nein, ruft das Erdmännli, die Maus und der Hirsch. Aber der Bär grinst mit vollem Maul. Der Bär setzt sich wieder in Bewegung. Die anderen springen dem schnell hinterher. Beim Bach bremst der Bär ab. Er spuckt den Fisch in die Mitte vom Bach und brummt zufrieden. Geht noch rechtzeitig. Fisch sollten nicht wandern gehen. Ich habe euch beobachtet seit dem Anfang der Geschichte. Schön, dass ihr mich besuchen wollt. Komm, wir spielen miteinander. Die Maus nickt. Oh ja, spielen. Nur wir alle zusammen. Das wäre ja auch mal etwas. Während die Tiere am Spielen gewesen sind, hat sich der Fisch gern beim Bär bedankt. Aber die ganze Aufregung hat ihm gründlich die Sprache verschlagen.